Also ich wollte dir heute erzählen, wie ich zu dieser Sonnenblume gekommen bin. Die ist echt schön, ne? Die habe ich nämlich von Jesus bekommen. Ja, also fast von Jesus. Er hat meine Tochter so als Überbringerin benutzt. Und zwar bin ich vor ein paar Tagen mit meinem Mann beruflich in Süddeutschland unterwegs gewesen und wir sind an einem wunderschönen Sonnenblumenfeld vorbeigefahren. Und die Sonnenblume ist meine Lieblingsblume und ich kam nicht mehr raus aus der Schwärmerei. Mir sind die Augen übergetreten und mein Herz ist übergelaufen vor lauter Freude. Und unabhängig davon träumt meine Tochter, die zu Hause ist, in der Nacht davon, dass sie mir eine Sonnenblume kaufen möchte. Sie sagt, das wäre so ein ganz starkes Gefühl in ihrem Herzen gewesen. Und am nächsten Tag denkt sie schon gar nicht mehr an den Traum und irgendwann geht sie in einen Supermarkt und da steht jemand und schenkt ihr diese Sonnenblume. Und als ich nach Hause komme, finde ich diese Sonnenblume auf meinem Küchentisch und denke, wie geht das? Wie kann die Sonnenblume jetzt von dem Feld 200 Kilometer entfernt auf meinen Küchentisch kommen? Also ich kam irgendwie nicht mehr aus dem Staunen raus. Ich war total geplättet. Und als ich das dann von meiner Tochter gehört habe, wie es dazu gekommen ist, da habe ich noch mehr gestaunt. Da habe ich gewusst, boah, Jesus ist großartig. Sein Reich ist ein übernatürliches Reich, nicht von dieser Welt. Und dass Jesus lebt, das weiß ich ja sowieso schon. Und das habe ich ihm zur Ehre dir erzählt, damit du siehst, er lebt. Und wenn du ihm folgst, wenn du Jesus im Herzen hast, dann wirst du viele solche Dinge erleben. Und er kümmert sich um die kleinen Angelegenheiten, das hat er mir gezeigt, wie Blumen. Das ist ja gar nicht so wichtig. Und er kümmert sich auch um meine großen Angelegenheiten und das will er auch in deinem Leben. Und auf unserer Internetpage findest du mehr Info zu Jesus. Und das ist unter www.netzwerk-c.de. Sei mächtig gesegnet bis dahin und vielleicht kriegst du ja auch bald mal eine Sonnenblume von Jesus geschenkt. Tschüss!